Ja, das ist doch logisch. Mit der Weltbevölkerung wächst auch die Anzahl und Größe von Städten. Migrationsbewegungen verstärken diesen Effekt. Doch wie kommt es zur Verstädterung bzw. Urbanisierung? Und was ist mit Problemen? All das erfährst du jetzt. Los geht's! Der Prozess des schnellen Städtewachstums wird als Verstädterung bezeichnet. Die Städte wachsen also in Bezug auf ihre Fläche und Einwohnerzahl. Die Einwohnerzahl der Städte wächst einerseits durch Bevölkerungswachstum, andererseits durch den Zuzug von Menschen aus dem ländlichen Raum. Verstädterungsprozesse finden insbesondere in Ländern mit einem hohen Bevölkerungswachstum statt und sind typisch für fast alle Länder des globalen Südens. Shenzhen in China hatte 1979 beispielsweise nur 30.000 Einwohner, halb so viele wie Weimar heute hat. Rund 50 Jahre später, 2011, waren es um die 12 Millionen Einwohner. 12 Millionen! Auch wenn die Begriffe Verstädterung und Urbanisierung häufig synonym verwendet werden, meint Urbanisierung streng genommen etwas anderes. Wenn sich ländliche Räume zu städtischen wandeln, nennt man diesen Prozess Urbanisierung. Im Zuge dessen wächst also die Anzahl von Städten. Urbanisierung wird vor allem durch verdichtete Bebauung gefördert. Neben der Veränderung der Umwelt und Funktionen des Raumes wird die Änderung der Lebens- und Verhaltensweisen von Bewohnern mit eingeschlossen. Beispielsweise nutzen die Bewohner für ihre Mobilität vermehrt öffentliche Verkehrsmittel und nutzen das steigende Angebot an lokalen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und kulturellen Veranstaltungen. Das Wachstum von Städten kann Probleme mit sich bringen. Insbesondere die schnell wachsenden Städte in Ländern des globalen Südens stehen vor einigen Herausforderungen. Menschen, die ihre ländliche Heimat verlassen, um in der Stadt nach neuen Perspektiven zu suchen, lassen sich mangels Einkommen und Alternativen oftmals am Stadtrand und entlang von Bahnlinien nieder. Es entstehen Marginalsiedlungen wie Slums und Favelas, in welchen Menschen auf engstem Raum in einfachen Behausungen leben. In diesen inoffiziellen Siedlungen fehlt es meist an grundlegender Infrastruktur wie Strom, Wasser, Kanalisation, Straßen, Schulen etc. Weil die Menschen dort sehr arm sind und eine hohe Bevölkerungsdichte herrscht, ist die Kriminalität vergleichsweise hoch. Die Stadt kann diese Probleme angehen, indem sie die illegal entstandenen Viertel anerkennt, die Siedlungen saniert und die Infrastruktur ausbaut und den Bewohnern ermöglicht, Eigentumsrechte zu erwerben. Segregation ist ein weiteres Problem, das im Zuge der Verstädterung bzw. Urbanisierung auftreten kann. Damit ist die räumliche Trennung der Bevölkerung nach Nationalität, Religion, Sprache oder sozialer Schicht gemeint. Dieser Prozess ist auch in Ländern mit höherem Einkommensniveau anzutreffen. Wenn Lösungen für die Probleme der schnellen Verstädterung und Urbanisierung gefunden werden, kann das Stadtleben für die Bewohner auch eine Chance darstellen. Der Zugang zu Arbeitsplätzen, Krankenhäusern, Schulen und Universitäten ist in der Stadt in der Regel viel besser als auf dem Land. Mit Verstädterung wird das schnelle Wachstum von Städten nach Fläche und Einwohnern beschrieben. Urbanisierung ist die Wandlung von ländlichen Gegenden zu Städten mit all seinen Funktionen. Gründe für Verstädterung und Urbanisierung ist das anhaltende Bevölkerungswachstum und Migrationsbewegungen vom Land in die Städte. Zu schnelles Städtewachstum bringt Probleme mit sich, die dringend angegangen werden müssen, damit die Stadt Chancen für alle bietet. Du möchtest mehr über Städte erfahren und verschiedene Stadttypen kennenlernen? Kein Problem, tippe einfach hier links auf das passende Video oder auf unsere Playlist zu diesem Themenfeld. Abonnieren und Video an Freunde teilen freut uns sehr. Bis bald, mach's gut und ciao!